Ja, ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht etwas tauschen möchte. Warum nicht? Sag, hast du vielleicht einige dieser Kupferscheiben dabei, die bei den Menschen so beliebt sind? Die klimpern immer so lustig. Ja, davon habe ich allerdings welche bei mir. Wirst du mir dafür etwas geben? Ich habe hier einige besondere Federn, die bei der Herstellung von Pfeilen verwendet werden. Die würde ich dir dafür überlassen. Die kann ich tatsächlich gut gebrauchen. Hier die Kupferscheiben. Nudao, hier hast du die Feder. Möchtest du noch mehr tauschen? Ja, hier Nudao, noch Kupferscheiben. Hier hast du die Feder. Nudao, 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 Nudao. Hier ist ein Yasan. Okay, ich habe jetzt die Kupfermünzen, die ich im Grab gefunden habe, gegen Harpienfedern getauscht. Ist schon mal praktisch. Mal gucken, was die anderen beiden Elfen noch so tauschen möchten. Und ob man auch irgendwie an diesen Ort wieder zurückkommen kann. Einer war doch hier irgendwo. Da ist der Fluss. Nee, halt, in der Richtung war der irgendwo. Da geht's zum Kosch. Hier irgendwo müsste der doch gewesen sein. Da. Hättest du gern Hühner oder Knochen? Sand gerne. Ich könnte Silberringe gebrauchen. Dafür würde ich die Wolfsfelle geben. Und wenn du Pfeilspitzen hast, könnte ich dir Kräuter überlassen, die auch den schlimmsten Okay. Der will nichts, weil ich habe weder Silberringe noch Pfeilspitzen gerade bei mir. Und da bleibt noch die, die wir als erstes getroffen haben. Und dann mal gucken, was auf der anderen Seite der Brücke ist. Vorausgesetzt, ich finde die Elfe wieder. Also hier kamen wir hier. Hier gibt es, glaube ich, nicht weiter. Ja. Die erste Elfe haben wir irgendwo in dem Gebiet getroffen. Ach, da ist sie. Ja, sehr gerne. Hast du vielleicht Verbände dabei? Ich könnte dir Lederbänder... Sanyasal. Nein, Lederbänder brauchen wir definitiv keine. Und hier geht's nicht weiter. Okay. Das heißt, wir haben hier... Elfenbausch für Laurelin. Bei der Verfolgung von Darion Taheim bin ich auf einige Elfen gestoßen, die zu Laurelin nach Ferdok wollten. Ich habe ihm versprochen, für sie ein Paket mit Elfenbausch bei Laurelin abzugeben. Dann gehen wir jetzt wieder zurück nach Ferdok, geben Laurelin das Elfenbausch, versuchen es nochmal bei Quark. Sind froh, dass wir das hier jetzt geschafft haben, also sowohl den Perrein-Tempel Crash-Boss, als auch diese Skeletthorde. Aber ja, an die Macher der Mod. Übertreibt's doch nicht so sehr mit den... bitterbösen Fights.
Und ja, ich hätte Pfeile benutzen können. Hi, Laurelin. Laurelin ist mein Name. Wollt ihr euer Talent im Bogenbau vervollkommnen? Ich habe zufällig Elkor Nebelweber getroffen. Er hat mich gebeten, dir dieses Paket mit Elfenbausch zu bringen. Nur darum. Darauf habe ich schon lange gewartet. Doch sag, wie geht es Erkoron? Warum kommt er nicht selbst? Ihm und seinen Begleitern geht es gut. Ich glaube, er wollte Ferdok nicht betreten, da er befürchtete, Bardock zu werden. Ja, ich verstehe. Die Welt der Thala ist für die meisten Fae fremd und unverständlich. Selbst ich, der ich nun schon seit Jahren unter ihnen lebe, erlebe immer noch neue Sachen mit ihnen, die ich nicht verstehe. Vielleicht wird es mir eines Tages noch gelingen. Elkoron würde sich übrigens sehr freuen, wenn du ihn besuchen würdest. Eorla, das werde ich. Wo kann ich ihn finden? Du findest ihn auf einem kleinen Waldstück vor den Toren der Stadt. Sie haben dort ein Lager aufgeschlagen. Adin Erin. Dann werde ich mich so bald wie möglich auf den Weg machen. Möchtest du sonst noch etwas? Was hast du zu verkaufen? Nichts, was wir noch brauchen könnten. Also ja, das war eine schnelle Quest. Ich habe Laurin in den Elfenbausch gebracht. So, mal falsch nur meinen Punkt steigern. Dann brauchen wir ein Eibenholz mehr mit den Federn. Ein Eibenholz mehr. So, dann gehen wir hoch zu unserem Anwesen. Machen nochmal ein paar von den Pfeilen. Reden mit Quark. Und dann reisen wir noch in die Blutberge weiter. Also es ist schon wieder zurück in die Blutberge, diesmal zum Hexenkreis. Also komm Quark, jetzt müsstest du was gefunden haben, oder? Dass ich gleich mal gucken kann, ob ich das auch herstellen könnte. Jetzt steht Quark hier. Du zurück? Ja, Quark, noch einen Zettel gefunden. Hier. Das ist tatsächlich das hier in Detail. Jetzt ist die Anleitung vollständig. Gut gemacht, Quark. Quark freut sich, wenn kann helfen. Quark, noch Stücke von Fell gefunden. Du willst auch haben? Nein, die brauche ich nicht. Behalte sie ruhig. Fein. Vielleicht Quark findet noch mehr Fell. Dann vielleicht kann Mantel machen. Hast du noch was anderes gefunden? Ja, Quark hat noch kleine Metallscheiben gefunden. Sehen sehr alt aus. Die brauche ich nicht. Wer möchtest du sie haben? Oh ja, wenn sauber machen, dann blinken wie neu. Sonst, Quark, nichts gefunden. Jetzt... Ja, weil ich kann die Dinger nicht mehr eintauschen, glaube ich. Rüstungspulver? Mit dieser Handlung kann ich ein Pulver gestellt werden, der den Rüstungsschutz um 1 erhöht, wenn man sich damit bestäubt. Und wie lang hält das? Ein Erz, ein Sand, 5 Sandstein, Kohle, Belmat und Salbenfett. Okay.
Rüstungspulver. Davon versuchen wir auch mal eins herzustellen. Würde ich sagen. Dann mal gucken, wie lange das hebt. Wäre das permanent, wäre das geil. Aber wahrscheinlich kann ich das dann nur einmal pro Person oder so machen. Dum-di-dum-di-dum. Also, was brauche ich dafür? Erz, Sandstein, Kohle, Belmat, Salbenfett. Wenn es doch bloß einen Zauber gäbe, der mir das Schicksal meines Bruders. Sprich, Freund. Aber jetzt erstmal Harpienfedern, Holzleim, Pfeilspitzen, Lederbänder. So, und den Rest können wir wieder wegpacken. Einmal Harpienfedern haben wir noch. So. Geschlossen. Unbekannte Anleitung. Quark hat tatsächlich alle Anteile gefunden. Es handelt sich um eine Anleitung, um Rüstungspulver herzustellen. So, jetzt haben wir 42 von diesen Pfeilen. Die heben wir uns aber für den Endkampf auf, am besten, würde ich sagen. Alles klar. So, Gladys, was brauchen wir? Wir haben gesagt, wir brauchen Sandstein. Dann nehmen wir gleich mal... Also Erz brauchen wir. Das ist alles an Sandstein, was wir haben. Okay. Was brauchen wir noch dafür? Kohle, Belmat und Salbenfett. Kohle, Belmat haben wir im Alchemie-Ding und Salbenfett haben wir auch dort. Salbenfett und Belmat müssten wir doch jede Menge haben. So. Gut. Effekt plus 1 Rüstungsklasse. Also hebt nur eine Minute. Okay. Ist nett. Ist der falsche Save. Den Save will ich. Okay, dann können wir ja das Zeug wieder zurückpacken. Also ich lasse mal das Erz hier. Und das Belmat auch. Oh, Salbenfett kann auch hier rein. Wenn ich es finde. So, Kohle und Sandstein noch wegpacken. Dann reisen wir schon mal ab in die Blutberge. Kohle weg. Also nett ist das Rüstungspulver, aber da es nur eine Minute hält und nicht wenigstens die 5 Minuten, die sonst auch der Armatrutz hält, der viel stärker ist. Äh.
Nee. So. Das heißt, ich würde sagen, bevor wir die Brücke überqueren, dann schauen wir als erstes beim Gutshof vorbei und dann geht es hoch zum Hexentanzplatz. Speichere ich jetzt hier und mache, dann machen wir mal einen Cut. Also IP13, speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.